Hallo Sandro, wir sehen uns heute wieder zum Interview. Ich freue mich, dass du da bist und ich würde gern von dir wissen, bist du irre? Hi Markus, ich denke, dass ein paar Leute sicher denken, dass ich irre bin. Wobei ich denke, die letzte Woche war irre. Ob das irgendwas damit zu tun hat, dass ich irre bin, schauen wir mal, was wir heute so besprechen, und dann kann sich ja jeder selber ein Bild machen. Genau. Was hast du denn, was war denn irre an der letzten Woche? Was hast du denn gemacht? Ja, auf dem YouTube-Kanal könnt ihr euch das ja anschauen, falls ihr es nicht getan habt. Ich habe ja entschieden, zusammen mit unseren 4 Kindern, dass wir seit Montag im Wechselmodell leben. Einfach so haben wir zusammen entschieden, gegen den Willen der Mutter, die auch nach wie vor dagegen ist. Und es war eben so, dass es interessant war zu sehen, was alles geschieht, wenn man oder wenn wir einfach leben, wie wir leben wollen. Und es fing gleich am Montag an, da wollte ich die Zwillinge im Kindergarten abholen. Es hat auch geklappt, die sind schön mit mir mitgekommen. Und vorm Eingang stand dann die Mutter, die hat mir die Zwillinge entrissen. Die zweite, die jüngere Tochter kam dazu. Und es kam noch eine andere Mutter dazu, die kannte ich gar nicht. Die hat dann der Mutter geholfen, an mir die Zwillinge zu entreißen, mich zu heben, die jüngste Tochter zu heben. Die jüngste Tochter hat die Mutter und die Frau angeschrien, uns loszulassen. Und schlussendlich ist die Mutter mit der anderen Frau und den Zwillingen, die sie uns entrissen haben, weggegangen und die jüngste Tochter mit mir mitgegangen ist. Dienstag war ich dann zum Geburtstag unserer jüngsten Tochter vorm Haus der Mutter, wollte sie da 5 Uhr abends abholen, bis Wie die es Tochter besprochen sich, war. wie es besprochen war, genau. Ich hatte auch laut des Umgangsbeschlusses oder der Umgangsvereinbarung, die wir haben, eigentlich auch Umgang an diesem Dienstag zu der Zeit mit den Kindern. Aber es war niemand da. Dann habe ich gedacht, okay, warte ich halt, bis die kommen, um der Kleinen zumindest das Geschenk zu übergeben. Dann habe ich bis 9 Uhr gewartet, also 4 Stunden. Und da kam dann die Polizei und hat mich des Platzes verwiesen. Habe dann am Donnerstag dann mit der Polizei telefoniert und es hat wohl damit zu tun gehabt, dass die Mutter anscheinend Angst hatte, weil ich vor dem Haus stand, auf einer öffentlichen Straße, wegen dem, was am Montag war. Aber was am Montag war, hat ja die Mutter den Polizisten erzählt. Mich hat niemand gefragt. Also es gibt nur die eine Version, nach der die gehandelt haben. Erinnert mich Jetzt ans hier. Jugendamt, bei dem es auch nur die eine Version gibt. Genau, kommt ja auch öfter vor. Hier direkt neben dem Computer, hier stehen jetzt immer noch die Geburtstagssachen für die jüngste Tochter. Also ich habe 9 Kerzen hingestellt, ein Foto von ihr vom Urlaub jetzt in den Sommerferien, ein Umschlag mit dem, was sie sich gewünscht hat. Und das steht jetzt hier und sie hat ihr Geschenk nach wie vor nicht bekommen. Donnerstag habe ich dann Hausverbot bekommen bei der Grundschule der jüngsten Tochter, die ich da wie besprochen abholen wollte. Da hat dann auch wieder eine andere Person, die Klassenlehrerin, sich eingemischt und die Mutter geschützt und die Tochter nicht mitgehen lassen. Und da war dann auch wieder die Polizei involviert und hat mich aufgefordert, ein Video zu löschen, das ich gemacht habe, als die Mutter angefangen hat, die Tochter mit, also körperlich festzuhalten und mit sich mitzunehmen, und die Lehrerin sich eingemischt hat. Also es war eine sehr ereignisreiche Woche. Wir brauchen ja nicht tiefer darauf einzugehen, weil du hast es schon gesagt, du hast ja eine Art Videotagebuch geführt zu den Ereignissen. Was hast du vor, wäre jetzt meine Frage, weil vorhin fragte ich, ob du irre bist. Ich denke, das denken einige wahrscheinlich. Jetzt, die im weitesten Sinne irgendwie daran beteiligt waren, auch nur aus der Entfernung oder vielleicht auch nur gehört haben, was du machst. Aber was ist deine Absicht? Ich habe ja einiges an Erfahrung jetzt sammeln können über die letzten 2 Jahre, wie Jugendämter funktionieren, wie Familiengerichte funktionieren, wie Verfahrensbeistände arbeiten. Nicht nur aus eigener Erfahrung, auch andere Väter,
auch Mütter, mit denen ich gesprochen habe. Und das Schema ist immer dasselbe. Falls es nach einer Trennung der Eltern vors Familiengericht geht oder zum Jugendamt, ist die Strategie immer dieselbe. Weil die Eltern streiten, denkt das Jugendamt und das Gericht, muss ein Elternteil raus aus dieser Situation, damit Ruhe einkehrt. Und das sind in Deutschland meistens die Väter in mindestens 90% der Fälle. Und das hat sich bei mir eben auch gezeigt. Ich habe ja letztes Jahr vor Gericht einen Antrag auf Wechselmodell gestellt und mir war dann Ende des Jahres klar, dass das Gericht das nicht machen wird. Mir war auch klar, wie da vor Gericht gearbeitet wird. In meinen Augen, nach meiner Meinung, ist es da Willkür. Es hat nichts mit unseren Gesetzen zu tun. Es hat nichts mit unseren Rechten zu tun. Mit unserem Weder Grundgesetz auch nicht, ne? Grundgesetz, nein, Artikel 6. Ja, nach allem, was ich erlebt habe und weil auch die Kinder über 4 Monate konsistent, autonom, unmissverständlich und vom Verfahrensbeistand gesagt haben, sie wollen halbe-halbe bei beiden Eltern leben und dann der Mutter 3 Briefe geschrieben haben und nichts ändert sich, niemand macht etwas. Da habe ich mir gesagt, Moment, die Umgangsvereinbarung, die wir haben, schadet den Kindern. Welches Kind will schon ein Leben leben, das gegen seinen Willen ist? Welcher Mensch will denn sowas? Und da ich wusste, wie das Jugendamt arbeitet und meiner Meinung nach arbeitet das Jugendamt, in meinem Fall das Jugendamt Ehingen, aber so wie ich es mitbekomme von anderen Fällen, arbeiten fast alle Jugendämter in Deutschland so. Das Jugendamt Ehingen hat sogar gegen die Kinder gearbeitet, hat nicht das Wohl der Kinder im Blick gehabt, sondern mit ihrem Vorgehen das Wohl der Kinder gefährdet. Das steht für mich fest. Das ist eindeutig meiner Meinung nach. Die Sachen, die du sagst, begründest du ja in deinen Artikeln, ne? Also wenn wir das jetzt so sagen, wenn du das so sagst, hier kam, sollte man es dann nachlesen, vielleicht im Artikel. Ja, aber es ist auch schwer verständlich, jemand... Also vor 4 Jahren, wenn mir jemand so etwas erzählt hätte, hätte ich gesagt, ja, alles klar. Der Typ hat dann eine Verschwörungstheorie. Und das kann doch nicht sein. Wir leben doch in einem Rechtsstaat. Wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ja? Deutsche Gerichte, also bitte. Nein, es ist absurd. Es ist der Wahnsinn. Es ist wie in einem Kafka-Roman. Wie im Prozess von Kafka. Man versteht die Welt nicht mehr. Es gibt Diffamierungen, Behauptungen, nichts wird geprüft. Jeder darf behaupten, was er will. Und es hat nichts mit Logik, nichts mit Nachvollziehbarkeit zu tun. Und die Gesetze hören sich immer gut an. Was aber tatsächlich geschieht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Vorhin, was du gesagt hast, erinnerte mich eigentlich auch an Schildau, also Schildbürgertum. Also die Eltern, die beide ihre Kinder lieben und die Kinder, die ihre Eltern lieben, sind im Streit, die Eltern. Und da wird ein Elternteil ausgeschalten. Und das kann man so sagen. Also das kann ich auch aus meiner Erfahrung und auch aus meinem Kontakt mit anderen Trennungselternteilen sagen, dass Elternteile ausgeschalten werden, rausgehalten, um Ruhe reinzubringen. Das ist Schildbürgertum. Ja, und es ist eine falsche Grundannahme. Die falsche Grundannahme ist, dass Eltern, die streiten um das Kind, nicht gut für das Kind sind. Das ist unlogisch, weil Eltern, die sich um ihr Kind streiten, sind gute Eltern. Sonst würden sie sich ja nicht darum streiten. Das hat nichts damit zu tun, dass die Eltern nicht das Wohl des Kindes im Blick haben. Im Gegenteil, für beide Eltern bedeutet das Kind etwas. Es ist doch ganz anders bei Vätern oder Müttern, die sagen, okay, ich trenne mich von dir war ein guter Versprecher, ich trenne mich von dir und du kannst das Kind behalten. Ja.
Jemand, der sowas sagt, trennt sich wahrscheinlich auch von sich selbst, ja, weil das Kind ist ja ein Teil von einem. Vielleicht habe ich deshalb diesen freudschen Versprecher gehabt. Die gibt es ja auch. Ja? Mhm. Die sagen, tschüss, mach du das mit dem Kind, ich zahle, passt für mich, danke. Wenn ich es mal in den Ferien abhole für ein paar Tage, bin ich zufrieden. Ob das jetzt die Person gut findet, die dann das Kind schlussendlich betreut, steht ja auch wieder auf dem anderen Platz. Mhm. Aber wenn beide Eltern ihre Kinder lieben, mit den Kindern Zeit verbringen wollen, dann ist es das Normalste der Welt, dass sie um die Kinder streiten. Und wenn dann die Eltern gleich viel Zeit mit den Kindern verbringen wollen und auch die Kinder, was ja auch natürlich ist und auch das natürliche Recht der Kinder, ja, ein unveräußerliches Recht, dass sie mit ihren beiden Eltern zusammen sind, auch nach der Trennung. Wenn wir da sind, dann gibt es auch keinen Streit mehr, weil dann ist klar, dass die Eltern beide Kinder haben und die Kinder beide Eltern. Ich habe vor einigen Wochen einen Mann und eine Frau kennengelernt aus Spanien. Die sind nicht zusammen, ja, aber beide sind geschieden. Und beide leben mit ihren Kindern im Wechselmodell mit dem Ex-Partner. Und da gibt es keinen Streit um die Kinder. Das war von vornherein klar, weil es einfach in Katalonien, glaube ich, in Spanien ist es ja als Standard vorgesehen gesetzlich. Und was hatten die für Probleme? Die mussten sich mit ihrer ehemaligen Beziehung auseinandersetzen. Der Mann, mit dem ich gesprochen habe, dem seine Ex-Frau hat nicht mit ihm gesprochen. Also ganz ähnlich wie in meiner Situation. Ja, natürlich, wenn Eltern sich trennen, dann gibt es halt Trennungen, die sind katastrophal, ganz übel, man spricht nicht mehr miteinander und so weiter. Und was hat das mit den Kindern zu tun? Nichts. Die Kinder trennen sich ja nicht von den Eltern. Die streiten sich ja nicht mit den Eltern, sondern die Eltern streiten sich. Aber in Deutschland kommt nach der Trennung, ja, wenn einer der Eltern etwas dagegen hat, dass der andere so viel Zeit mit den Kindern verbringt, wie er es möchte, oder die Kinder so viel Zeit verbringen wollen mit dem anderen Teil, anders als es wiederum der andere Elternteil will, dann hat man nach der Trennung den Kampf um die Kinder und noch die Frage, was ist in meiner Beziehung eigentlich passiert? Ne? Und dieses Potenzial des persönlichen Wachstums wird dann in Deutschland, wenn es zum Jugendamt vor Gericht geht und diese sogenannten hochstrittigen Eltern dort sind, dann ist diese Möglichkeit, persönlich zu wachsen, erstmal weg, weil der Streit um die Kinder da ist. Und das darf nicht sein. Und um deine Frage noch vom Anfang zu beantworten, was mache ich? Es ist klar. Ich verhalte mich gesetzeskonform. Ich schaue auf das Wohl unserer Kinder. Ich muss Schaden von ihnen abwenden. Unsere Kinder wollen im Wechselmodell leben. Seit April diesen Jahres weiß das Jugendamt Ehingen davon und sie wissen auch von anderen Vorkommnissen, auch das Gericht, von Briefen, die die Kinder geschrieben haben. Keiner tut etwas und die Mutter stimmt nicht zu. Also, was mache ich? Ich lebe mit den Kindern unser Leben. Wir leben im Wechselmodell. Es ist unser natürliches Recht. Wir lassen uns das nicht nehmen von niemandem. Es ist wirklich verrückt mit dieser Argumentationskette, ja, dass ihr streitet, also dann nicht. Okay, Kinder sind safe. Okay, ihr streitet, dann einigt euch. Es ist falsch rum. Und irgendwie sieht es keiner. Es ist völlig falsch, ja. Und das Problem ist halt wirklich, die Gerichte ticken so und die Jugendämter. Da gehen zwei Eltern vors Gericht, dann heißt es für die gleich, die streiten. Das ist schlecht für die Kinder. Wir müssen einen rausnehmen. Nennt sich die Dekomposition der Familie. Mhm. Fing an mit einem Buch, nennt sich Jenseits des Kindeswohls. Unter anderem Anna Freud, ja, die Tochter von Sigmund Freud, mhm. Ich glaube, hat daran mitgewirkt, auch noch ein Jurist. Und auf Basis dieses Buchs hat ein Jurist 1982 eine Doktorarbeit geschrieben, die heute Standard ist für das Verhalten der Gerichte. Und da heißt es eben, man muss leider, ja, es tut uns wirklich leid, wir müssen einen Elternteil rausnehmen, weil es schlecht für die Kinder ist, wenn die Eltern streiten. Und wie gesagt, nein, es ist gut, weil die Eltern wollen mit den Kindern zusammen sein. Das sind genau die guten Eltern, die hochstrittigen.
Und ab da, ja, ab dieser falschen Annahme, es ist schlecht, dass die Eltern streiten für die Kinder, ab da beginnt die ganze Katastrophe. Dann ist es nämlich so, dass ein Jugendamt oder Gericht schaut sich an, ja, meistens, wie gesagt, soll der Vater ausgegrenzt werden, um Ruhe reinzubringen. Dann schauen sie sich an, was will die Mutter? Und wenn die Mutter eine ist, die von tiefem Hass dem Ex-Mann gegenüber beseelt wird, dann wird die alles tun, um den Vater komplett auszugrenzen. Und es wird das Gericht auch machen, weil die Doktrin ist ja, es darf keinen Streit geben. Und wenn die Mutter gegenüber dem Vater extrem skeptisch ist, wird er extrem ausgegrenzt. Also das Gericht richtet sich dann nach der einen Person, die ausgekoren wurde, als die, wo die Kinder in Ruhe leben sollen. Mhm. Ja. Was wirft man dir denn vor in deiner letzten Woche und überhaupt so? Also ich denke, du hast ja einiges an Vorwürfen jetzt eingesteckt. Ja, Facebook-Kommentare, ja. Also da gibt es Leute, die sagen, ich sei ein Entfremder. Ja. Ich würde die Kinder der Mutter entfremden. Das ist interessant. Das ist ja auch eine normale Strategie. Eine Sache, die stattfindet, ins Gegenteil verkehren. Ja, und ich würde sogar sagen, ich bin ein inverser Entfremder, also ein umgedrehter Entfremder. Ja. Ein Entfremder versucht ja, die Kinder vom anderen Elternteil zu entfremden, damit die mehr bei einem selbst sind. Ja? Also psychologisch dieses sogenannte Parent Alienation Syndrom, Eltern-Kind-Entfremdung. Und ich würde sagen, ich bin ein inverser Entfremder. Ich tue alles, damit die Kinder beide Eltern haben. Hm. Insofern Entfremder, ja, aber ein inverser Entfremder. Was bist du noch? Bist du ein Manipulierer? Ja? Du manipulierst deine Kinder. Ich manipuliere, ja, das war ja eine herrliche Szene, als ich da, übrigens, ich möchte, falls meine Kinder, unsere Kinder zuschauen, möchte ich sie von hier grüßen, bevor ich es vergesse. Hallo, ihr vier Süßen, ich vermisse euch. Ja, genau, da gab es ja diese Szene an der Schule in Munderkingen, wo die Klassenlehrerin unserer jüngsten Tochter meinte, ich würde die Tochter manipulieren, ja, weil ich ihr gesagt habe, du, ich bin da, um dich abzuholen, du musst aber nicht mit, du kannst auch mit der Mama mit. Mit wem willst du denn mit? Ja, das sei Manipulation, das Kind zu fragen. Da gehe ich gleich drauf ein, was ich dazu denke, falls du willst. Ja, ich denke, das wäre wichtig, weil eine Minute später, jetzt warst du gerade weg. Ich glaube, die Verbindung war unterbrochen. Ich habe nur gesagt, ja, geh mal drauf ein, weil ich denke, das werden auch noch mehrere Leute denken. Okay, ich gehe gleich darauf ein. Also die Klassenlehrerin sagt, Herr Krogans, Sie manipulieren das Kind, das geht nicht. Ja. Eine Minute später sagt diese gleiche Person zu meiner Tochter, so, du gehst jetzt, du hast ja Mittagsschule, du gehst jetzt mit der Mama mit zum Mittagessen. Und ich habe gesagt, jetzt manipulieren Sie das Kind, ja. Und holy cowly, ja, also sowas, glaube ich, heißt kognitive Dissonanz. Ja? Du wirfst dem einen etwas vor und machst es eine Minute später. Erstaunlich. Mhm. Ja, und ich habe dann auch, also ein guter Freund von mir, der sich in dem Bereich sehr gut auskennt, der hat dann gesagt, Sandro, also was du da gemacht hast, war wirklich, du hast dein Kind in einen Loyalitätskonflikt gebracht. Dann haben wir da diskutiert. Und ich habe gemerkt, dass es auch für ihn schwer war zu verstehen. Der Rahmen ist ja der, dass unsere Tochter wollte, dass ich sie abhole diese Woche, weil sie ja im Wechselmodell bei mir leben will. Das war oder ist nach wie vor die Grundlage, ja, für mein Verhalten. Die Tochter möchte, dass ich komme, weil sie will im Wechselmodell leben. Ich bin jetzt nach 4 Monaten überzeugt, dass es gut ist für das Wohl der Kinder. Also als Vater handle ich so. Ich gehe dahin. Dann war ich dort und wollte meiner Tochter signalisieren,
du, ich werde keinen Zwang anwenden. Du kannst nach wie vor freiwillig mit oder nicht. Das heißt, ich habe sie nicht vor die Entscheidung gestellt, Mama oder Papa, sondern ich habe ihr die Freiheit gegeben, auch wenn sie mit mir ausgemacht hat, ja, dass ich sie abhole. Weil die Mutter stand ja daneben und die Mutter wollte, dass sie mit ihr mitnimmt. Habe ich ihr diese Freiheit gegeben? Mhm. Und ich habe in keinem Moment die Mutter irgendwie schlecht gemacht vor dem Kind. Ja. Ich habe nicht gesagt, geh nicht mit der Mutter mit, sondern ich habe in jedem Moment gesagt zu ihr, du darfst selber entscheiden, ich bin hier, weil du wolltest, dass ich mitkomme. Markus, was denkst du, hast du da, siehst du das kritisch oder? Also es ist klar, also ich habe darüber auch nachgedacht, natürlich ist es wichtig, dass du den Rahmen hinzufügst, ne? Weil vor dem kriegt es halt eine ganz andere Farbe. Ich habe auch nachgedacht und mir fällt eben ein, dass es ohne Zweifel natürlich eine schwierige Situation für die Kinder ist. Also ich bin total bei denen, die sagen, das ist eine schwierige Situation für die Kinder. Unbedingt, ja. Also da bin ich mir total sicher. Und ich finde auch, das sollte man jedem Kind ersparen. Ich finde, irgendein Kind auf der Welt sollte in diese Situation geraten. Hm. Was aber reflexhaft passiert ist, dass du als der Verursacher der Situation gesehen wirst. Das ist ein Reflex. Hm. Und also ich hatte ähnliche Erlebnisse, ohne dass ich so weit gegangen bin wie du. Ja, das habe ich mich nicht getraut damals. Da war ich nicht mutig genug. Aber auch dort war der Reflex automatisch der, ruhig zu machen, unauffällig zu sein, sich zurückzuhalten, zurückzustecken, die Kinder nicht in so eine Situation bringen. All das, ja. Und meiner Ansicht nach fängt es halt erst ab einer bestimmten Stelle der Sichtweise an. Weil die Kinder sollten nicht in diese Situation gebracht werden, aber sie werden nicht durch dich in die Situation gebracht. Ja, es gab auch Leute, die haben gesagt, dadurch, dass ich da hingefahren bin zur Schule, habe ich sie in diese Situation gebracht. Mhm. Klar, du bist ja auch der entscheidet, was du tust. Du bist erwachsen. Richtig. Sie wollte, dass ich komme. Ich habe gesagt, ich komme. Und die Grundlage für die Entscheidung ist, dass es für das Kind das Beste ist, im Wechselmodell zu leben mit den Eltern. Mhm. Die Mutter akzeptiert den Willen der Kinder nicht. Das heißt, nach meinem Dafürhalten ist der Grundkonflikt der Mutter-Kinder-Konflikt. Weil die Kinder wollen etwas, das die Mutter nicht will. Jetzt kann man natürlich streiten, okay, der Wille des Kindes ist nicht unbedingt zum Wohl des Kindes. Ja, dann kommt da immer dieses wunderbare Beispiel, ja, wenn die Kinder ihre Zähne nicht putzen wollen, sagen sie doch auch, du musst sie putzen. Ja. Ob sie beim Papa oder bei der Mama leben, ist, finde ich, sehr viel wichtiger als die Frage, ob sie Zähne putzen. Wobei, wenn sie ihre Zähne nicht putzen, werden sie krank. Ja. Und wenn sie nicht beim Papa sein können, so wie sie wollen, werden sie vielleicht auch krank. Ja. Also es ist ja vielleicht gesund. Ja. Vielleicht sollte es ja, so wie es eine Schulpflicht gibt, ja, das ist ein anderes Beispiel. Ja, wenn die Kinder nicht zur Schule gehen, dann schicken sie doch auch hin. Ja. Vielleicht soll es ja eine Elternpflicht geben, so wie eine Schulpflicht, dass Kinder bei beiden Eltern sind. Ja. Und dann sind wir wieder beim Wechselmodell als Regelfall. Ja. Aber genau diese Sache eben, ja, dass, jetzt habe ich den Faden verloren, wo waren wir am Anfang? Also ich sagte unauffällig verhalten und du bist übergegangen zu dem Thema jetzt müsste man zurückspulen können, das können nur die anderen. Na, pass auf, dann ergänze ich noch einen Gedanken vielleicht, ja, zu dem, was ich sagte, und zwar mit diesem reflexhaft. Ich glaube, die Ursachen dafür liegen in einer Gesellschaft, in der Gehorsam einen hohen Wert einnimmt. Also wir leben in einer Gesellschaft, die durchdrungen ist von dem hohen Wert Gehorsam. Und ich glaube, in so einer Gesellschaft würde jeder raten, bleib unauffällig, ja. Verhalte dich ruhig, pass dich an. Ja. Ja. Dann werden sie auch sagen, und das machen sie auch, damit wirst du dann mehr erreichen. Ja. Also wenn du erstmal in Ruhe lassen und dann wird es sich schon geben und so. Falsch.
Völlig falsch. Völlig falsch, natürlich. Weil das ist das Geniale an dieser Woche. Was ich gemerkt habe, ist, ich hatte Angst. Ja? Ich habe nach wie vor Angst in manchen Momenten. Aber ich sage mir, bleib auf deinem Weg, sei mutig und zieh es durch. Und wenn du so vorgehst, da passieren Dinge und Menschen reden mit dir. Zum Beispiel hatte ich am Donnerstag eben dieses Gespräch mit dem Leiter der hiesigen Polizei. Ja? Und im Gespräch war dann so nach 5 Minuten ein Punkt, wo es so ausgesehen hat, wie wenn er jetzt das Gespräch abbricht. Ja? Dann habe ich ein bisschen Zeit gelassen, um das zu verdauen, ja, weil ich habe nicht locker gelassen. Ja? Ich habe meinen Standpunkt vertreten. Ich habe gesagt, Moment, das geht nicht. Ich war auf einer öffentlichen Straße. Ich habe da geparkt. Ich habe niemandem irgendwas getan. Und nur weil die Ex-Frau sagt, sie hat da Bedenken, Angst, weil ich da vor dem Haus bin und wegen dem, was am Montag war, nur deshalb schicken sie mich weg. Und ich habe nichts gemacht, überhaupt nichts. Ich war keine Gewalt, keine Beleidigung, ja. Und ich werde verwiesen von einem öffentlichen Platz. Und dann aber hat das Gespräch sich geändert mit dem Leiter der Dienststelle. Und dann wird es sehr interessant, ja, weil dann konnte ich meine Perspektive einbringen und er seine. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt ein großes Verständnis oder so entstanden ist, aber immerhin hat er akzeptiert, dass ich meinen Standpunkt habe. Und natürlich muss er entsprechend handeln als Polizist. Ja. Ich hoffe halt, dass er sich da jetzt was überlegt hat und vielleicht den Polizisten da gesagt hat, okay, so verrückt ist der Typ nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Das hat er mir natürlich auch nicht gesagt. Aber das ist das Geniale, wenn du, wie ich es jetzt die Woche gemacht hast, deinen Weg gehst und zwar auf Grundlage der Entscheidung, Moment, ich bin der Vater dieser Kinder. Seit 4 Monaten sagen sie, sie wollen halbe bei den Eltern leben. Das Jugendamt hilft nicht, das Gericht hilft nicht, der Verfahrensbeistand hilft nicht, das Jugendamt torpediert sogar den Willen der Kinder. Die Mutter macht nicht mit, das Umfeld macht nicht mit. Wir leben es jetzt, fertig, wir machen es einfach. Auf Basis dieser Entscheidung habe ich es durchgezogen und ich merke, dass ich Menschen erreiche. Es klingt ein bisschen klischeehaft, aber ich merke, wie ich immer mehr vom Herzen her spreche. Weil es ist was ganz anderes, über das Wechselmodell zu reden, zu versuchen, das Wechselmodell vor Gericht einzuklagen. Das sind alles Versuche, etwas zu bekommen, was einem in Wahrheit schon zusteht. Und ich habe mit den Kindern ausgemacht, wir leben das Wechselmodell, weil es steht uns verdammt nochmal einfach zu. Es ist das natürliche Recht, dass die Kinder, auch wenn die Eltern getrennt sind, mit beiden leben. Und dann erreichst du Menschen. Dann hört dir ein Leiter der Dienststelle zu. Ab dem Punkt, wo er eigentlich bei anderen solchen Freaks wie ich, so geschiedene Väter, die dann normalerweise ausrasten, ja, aufgehört hätte, aber gemerkt hat, irgendwas hat der Typ. Ich bleibe noch ein bisschen dran und höre ihm noch weiter zu, weil ich vom Herzen her gesprochen habe. Und natürlich war ich nicht der Coolste. Ja. Ich war am Montag vom Kindergarten nicht der Coolste, am Dienstag bei dem Platzverweis nicht der Coolste, am Donnerstag in der Schule bei dem Gespräch mit der Schulleiterin dort und 2 anderen Lehrern und der Ex-Frau und 2 Polizisten. Ich war nicht der Coolste. Aber ich habe meinen Standpunkt gehabt und ich habe da ein wunderbares Seminar gemacht in England und die sagen, stand up in the face of no agreement. Bleib dir selber treu, auch wenn dir keiner zustimmt. Und sitz mal in dem Raum mit einer Schulleiterin, die die ab irgendeinem Punkt so von dir angefressen ist, dass sie dir unterstellt, du wärst ein schlechter Vater und was weiß ich was. Warte, mit irgendwas mit psychisch auffällig oder so, oder? Ich würde die Realität nicht richtig wahrnehmen, irgendwas in der Art. Okay, sitzt da diese Schulleiterin, dann sitzt da die Ex-Frau da, die sowieso nichts redet, weil sie alle unterstützen, ja, alle reden quasi für sie. Dann die Klassenlehrerin meiner jüngsten Tochter, ein männlicher Lehrer, der ruhig war, ich weiß nicht,
vielleicht hat er wirklich zugehört, ja, hat sich so seinen Teil gedacht, so hatte ich den Eindruck, das ist meine Interpretation. Und dann noch zwei Polizisten, von denen der eine, als er das Video sieht, sagt, das war psychische Gewalt. Da sage ich, ja, wollen Sie das wissen? Sind Sie Kinderpsychologe? Nee, aber das sehe ich. Dann sage ich, aber Sie haben doch nicht die fachliche Kompetenz. Sieht man doch. Dann sage ich, also bitte unterlassen Sie doch solche Einschätzungen. Und sag mal solche Sachen. Steh mal da und ja, keiner ist auf deiner Seite und du bleibst auf deinem Standpunkt. Und was passiert ist, dass ein paar Leute mit der Zeit dir zuhören. Ja? Und ich hatte am Mittwoch ein gutes Gespräch beim Kindergarten. Wir haben da ausgemacht, wie wir das machen. Und gut, ja. Also ich bin da echt gespannt, was übernächste, ist ja schon heute Sonntag, okay. Am Freitag ist es ja so, dass ich laut Umgangsvereinbarung die Kinder abholen würde, ja. Und da fängt auch das Wechselmodell die Woche wieder an. Bin gespannt, was passieren wird, ja. Werde ich die Kinder wirklich abholen können oder nicht? Und schauen wir, ja. Aber was ich auf keinen Fall machen werde, ist aufhören. Meine Entscheidung ist klar. Und vielleicht kannst du jetzt zeigen, was. Das ist ganz schön, ja. Ne? Das ist ein guter Zeitpunkt. Die Operation Wechselmodell. Der Markus hat dann Poster gemacht, wie ein Kinoposter. Spätestens jetzt singen bestimmt wieder einige. Die spinnen total. Jetzt sind sie völlig wirr. Willst du noch was dazu sagen oder soll ich noch weiter? Ich habe noch, wird noch weiter fragen auch. Oder willst du noch was dazu sagen? Also hier unten steht seit 10.09. live auf freifarm.de. Genau, also ich mache ja die Videos von den Wechselmodell-Tagen und jetzt ist ja die Woche, an der die Kinder bei der Mutter sind. Da habe ich nicht so viel zu erzählen. Also ich werde nicht jeden Tag ein Live-Video machen, aber immer wenn es was Interessantes zu erzählen gibt. Letzte Woche war ja viel Action. Ja. Und dann haben wir überlegt, okay, bei Freifam, wie können wir das kommunizieren nach außen? Dann haben wir gesagt, gut, lass uns dann so wie ein Kinoplakat machen, ja, und das ganze Operation Wechselmodell nennen, weil es geht ja darum, das Wechselmodell einfach zu leben, zu schauen, was dann in Deutschland passiert, weil es ist so anders. Es ist, also ich denke, es ist die einzige Möglichkeit in Deutschland, was zu bewegen. Die einzige Möglichkeit, wie soll ich sagen, in dieser Matrix der Familiengerichte und der Jugendämter, ich weiß nicht, wie kann ich es erklären? Das ist so ein ganz anderes Gefühl plötzlich, seit ich es mache, ja? Weil es geschieht, ja? Es passiert. Und es positionieren sich Menschen, ja. Also es ist, als würde ich in der Mitte stehen und ich weiß genau, was ist, und die anderen agieren um mich herum, ja, und versuchen, mich zu beeinflussen und mich irgendwo hinzuziehen und mich zu einem Standpunkt zu bewegen und haben Angst um mich und Sorgen und ich bleibe stehen, gehe diesen Weg und ich bekomme so viele Einsichten, ich denke so viel klarer seitdem, und die Operation Wechselmodell, die soll genau diesen Effekt haben. Das ist eine politische, persönliche, gesellschaftliche, psychologische, juristische, ich bin kein Jurist, aber vielleicht irgendwie familienrechtliche Aktion. Und wir schauen mal, was passiert. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was das Ergebnis sein wird. Aber wir haben jetzt dieses Plakat. Wir haben das jetzt auf der Website, ja, auf der Startseite ist das Bild drauf. Mit Link, und dann gibt es eine eigene Seite dazu, mit Text dazu, und die Videos sind verlinkt. Das heißt, ab jetzt auf freifam.de kann jeder hier teilhaben. Wie jeden ist Tag, es jeden zweiten Tag. Genau. Wie ist es in Deutschland mit dem Wechselmodell? 2018. 2018 mit der echten, mit der Gleichberechtigung der Eltern, ja. Und ihr werdet sehen, es ist eine Katastrophe. Es ist abartig. Unfassbar. Ja. Unfassbar.
Das ist, also ich mich erinnert dieses Bild, wie du es gesagt hast, dass du plötzlich da stehst mit deinem Standpunkt. Ich glaube, es hat auch was zu tun mit Sichtbarkeit, weil viele überqueren diese Schwelle, wo man diesen Mut dazu braucht, überqueren den nicht oder zu einer ungünstigen Zeit und ungünstigen Konstellation, das kann man nie so genau sagen. Oder auch mit einer ungünstigen Haltung, wenn man jetzt wirklich auch im Ärger oder in der Wut diese Schwelle überschreitet, dann wird das andere Auswirkungen haben. Dann wird klar, dass man jemanden schaden und angreifen will. Das wird dann auch transportiert. Ich glaube, in dem Fall wird das eben klar, dass das nicht so ist, weil du willst niemanden schaden und niemanden was wegnehmen. Das Wichtige ist, vom Herzen her zu sprechen. Und es ist ein Lernprozess. Also jeden Tag, an dem ich lebe, wovon ich überzeugt bin, ist ein Tag, an dem ich immer mehr das in die Welt trage, was ich bin und wer ich bin. Und berühre damit Menschen. Und ich habe ja in einem Video von einem Kommentar erzählt von einer Frau, der Marion. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich habe 10 Minuten geheult, ich habe geweint. Also so ein schöner Text, jetzt kriege ich auch wieder Gänsehaut. So eine tolle Unterstützung. Schon allein dafür hat sich's gelohnt. Und die Klassenlehrerin von unserer jüngsten Tochter hat gesagt, Herr Grogans, ich finde das nicht gut, dass Sie das alles in die Öffentlichkeit bringen. Es ist das mit den Kindern. Ich verstehe Sie, ja, ich verstehe Sie. Also ich würde es ja auch nicht in die Öffentlichkeit bringen, wenn das Jugendamt und Gericht und der Verfahrensbeistand wirklich das machen würden, was für die Kinder gut ist. Aber wenn das System derart läuft, ja, dass es die Kinder nicht schützt, nicht unterstützt, den Kindern und den Eltern keine Sicherheit gibt. Seit 2 Jahren ist für die Kinder immer wieder mal unklar, wo sie leben, und sie leben nicht so mit dem Vater, wie sie es wollen. Seit 2 Jahren. Die Zwillinge sind 5. Also von 5 Jahren, 2 Jahre. In so einem Land leben wir. Es geht nicht. Und dann sagt diese Lehrerin, ich finde das nicht gut, was sie da machen. Es bleibt nichts anderes übrig. Die Öffentlichkeit muss das Ganze korrigieren. Die Gesellschaft, die Öffentlichkeit muss mitbekommen, was da passiert mit unseren 4 Kindern. Was auch mit deinen Kindern passiert ist, Markus, mit anderen. Es gibt Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Kinder. Es gibt, glaube ich, jedes Jahr 130.000 Scheidungen. Wie viele Kinder stecken da dahinter? Und in 90% oder 95% der Fälle leben die Kinder bei der Mutter. Ist es immer freiwillig von den Kindern her, vom Vater her? Oder ist es mutwillig, dass die Mütter das nicht wollen, dass die Kinder den Vater sehen, oder mir nicht so oft? Keiner fragt nach. Und die Wahrheit ist grausam. Und wir müssen das nach draußen bringen. Und es geht nur mit, wie es die Amerikaner sagen, skin in the game. Es bringt nichts, um Politiker zu sein und zu sagen, ja, wir müssen das Familienrecht reformieren. Jetzt reden wir mal mit den Juristen, mit der Fraktion bei uns, dann mit den Familienpolitikern. Und naja, wir haben irgendeinen Kompromiss rausbekommen. Nein, so wird sich nichts verändern. Es verändert sich nur was, wenn die Väter und Mütter, die diese Entfremdung, die beenden wollen, sagen, okay, ich stelle mich hin, ich lebe das Leben, das ich leben will, jetzt. Ich mach's. Die Kinder sind jetzt Kinder, nicht in 20 Jahren, da ist es vorbei. Sonst passiert nichts in Deutschland. Jetzt werfen dir ja manche vor, du würdest der Mutter in die Hände spielen. Ja, du spielst mit dem Risiko, deine Kinder gar nicht mehr zu sehen. Das wird dir ja auch vorgeworfen. Ja, und es ist die brutale Realität. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, dass vielleicht morgen schon ich weiß nicht, wann wir senden, ja, dass halt morgen schon von dem Tag, an dem wir das Ganze veröffentlichen, dass dann ein Beschluss kommt vom Gericht, ich habe ein Umgangsverbot für 2 Jahre. Hat es alles gegeben. Wo das Gericht von Amts wegen was entscheidet. Nürnberg, Familiengericht. Einfach so darf ein Vater sein Kind ein halbes Jahr nicht sehen. Obwohl die Mutter boykottiert, nicht der Vater. Ja. Aber damit Ruhe reinkommt.
oder dass mir das Sorgerecht entzogen wird oder begleiteter Umgang, dass ich, weil ich vor dem Kindergarten mal da was war, mehr wird wahrscheinlich nicht gesagt, oder der Platzverweis und das Hausverbot an der Schule, die Mutterkündigung, zeigt doch, was ich für ein Vater bin. Ist ja. Alles aktenkundig. Alles aktenkundig, alles, ja, der Vater darf das Kind nur noch, die Kinder nur noch unter Begleitung sehen, alle 2 Wochen eine Stunde in einem Raum beim Jugendamt Ehingen, damit die sich freuen können, dass sie den Typen, der sie kritisiert und der sich das nicht gefallen lässt, jetzt schön in den Raum reinkriegen, kontrollieren können mit den Kindern und aufschreiben, er berührt die Tochter am linken Ohr, an der oberen Ecke, so etwas ist verdächtig. Und es ist kein Witz. Also ich mache da jetzt einen Witz drüber, aber sinngemäß passieren diese Sachen jeden Tag in Deutschland 1000 Mal. Es ist der Irrsinn, der reinste Irrsinn. Ja, das ist eben brutal, ja. Dass das diese Sachen, die man dir vorwirft, dass die tatsächlich gar nicht so abwegig sind. Also ich bin mir zu 99% sicher, dass sowas kommen wird. Dass das Jugendamt Ehingen mich zum wiederholten Mal diffamieren wird, dass es keine zureichende Sachverhaltsermittlung machen wird, wozu es gesetzlich verpflichtet ist, dass es parteiisch sein wird und dass es sich nicht um das Kindeswohl scheren wird, sondern sagen wird, dieser Vater ist gefährlich und er muss aus dem Leben der Kinder heraus. Zu 99%. Wie geht's jetzt weiter, Sandro? Das weiß nur Gott und das ist das Jugendamt. Ja, wie es weitergeht. Ich hab der Mutter unserer Kinder jetzt nochmal eine E-Mail geschickt. Also das mache ich nach wie vor. Ich versuche da mit ihr zusammen eine Lösung zu finden. Nur auf solche E-Mails kam bisher nie eine Antwort. Und ich habe jetzt einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung geschrieben. Die schicke ich ans Gericht. Mal schauen, was passiert. Ja, ich sehe da eine Dringlichkeit, weil die Kinder seit 4 Monaten sagen, wir wollen halbe-halbe beim Vater sein. Es ist nicht möglich und die Mutter blockiert. Es gibt diesen Mutter-Kinder-Konflikt und ich sehe die Gefahr, also der Schaden, der eintreten kann, ist, dass die Kinder entfremdet werden und das Ganze passiert so, weil die Kinder ja etwas wollen, was die Mutter nicht will, wird die Mutter, je mehr die Kinder das wollen, nämlich das Wechselmodell, umso stärker dagegen reagieren. Das heißt, die Kinder müssen sich immer besser überlegen, mache ich weiter, ja, bleibe ich mir treu mit meinem Willen oder nicht. Und auf der anderen Seite müssen sie sich überlegen, na gut, wenn ich meinem Willen treu bleibe, dass ich zu meinem Vater gehe, könnte ich meine Mutter verlieren, ja, weil die dann mit mir nicht zufrieden ist, weil ich etwas will, was sie nicht will. Sollte ich vielleicht meinen Willen aufgeben, aber damit gebe ich meinen Vater auf. Und so geraten die Kinder in den Zwiespalt und der zerreißt sie innerlich. Und in diesem Zwiespalt sind die jetzt drin. Aber sie sind da schon seit Ende April drin, ja, seit sie ganz klar geäußert haben, sie wollen halbe-halbe bei den Eltern sein. Dieser Zwiespalt ist nicht neu. Was neu ist, ist, dass wir uns entschieden haben, das zu leben, wie wir leben wollen. Und jetzt in der letzten Woche alles hochkam, wie die Mutter dann reagiert, was die da macht. Freiheitsberaubung, meiner Meinung nach, ja, den Vater festhalten, die Kinder festhalten, die jüngste Tochter festhalten, die schreit, lass mich los, und dann mit dem Vater mitgeht und die Zwillinge können es nicht, weil sie zu schwach sind. Solche Dinge passieren dann. Und gleichzeitig wird der Vater aber als der Aggressor abgestempelt und die Polizei verweist ihn des Platzes. Es kommt alles nach oben, wenn ein Vater tut, was sein Herz ihm befiehlt. Die Liebe zu seinen Kindern. Und wir sehen plötzlich, ja, also, klingt jetzt auch wieder pathetisch, Liebe ist wie dieses Licht. Ja. Es scheint auf alles, was da in unserer Gesellschaft ist, was nicht gut funktioniert. Und gleichzeitig aber ist die Chance da, die Menschen zu berühren und ins Gespräch mit ihnen zu kommen.
Ich habe noch nie mit so vielen verschiedenen Leuten oder selten mit so vielen verschiedenen Leuten geredet wie letzte Woche über essentielle Themen. Ja, ich meine, mit deiner Aussicht, die du gibst, ich kann es zwar nicht statistisch belegen, aber individuell aus meiner persönlichen Geschichte kann ich dir das genau belegen. Also genau so, wie du es geschildert hast, kommt es dann. Also bei uns hat es ungefähr 2 Jahre gedauert und dann wussten die Kinder nichts mehr davon, dass sie das ursprünglich natürlich einhellig und aus eigenen Stücken von Anfang an natürlich wollten. Wieso denn nicht? Also sie lieben ihre Eltern und dazu gehöre ich nun mal, auch wenn das nicht jeder so sieht offensichtlich. Und nach 2 Jahren hört das dann auf. Und dann rät dir eben jeder, ruhig zu halten, ruhig zu machen, da erreicht man mehr und so weiter. Ja. Und, hast du mehr erreicht? Ja, na klar. Nee, natürlich nicht. Nein. Also überhaupt nicht. Ja. Es ist immer weiter festgefahren. Und ich stecke sogar in dem Dilemma, das ist unfassbar. Ich bin nicht mehr nur zum Stillhalten gezwungen, weil das jemand anders sagt, sondern ich bin zum Stillhalten gezwungen, weil wenn ich jetzt auf die gerichtliche Ebene wechseln würde, abermals, also wir hatten das schon, dann würden mindestens mein ältester Sohn oder beide ältere Söhne wären weg von mir. Die hätten dann keinen Bock mehr, weil ich dann wieder den Streit anfange, weil ich dann wieder bin, der was will, was die Mutter nicht will. Und ich weiß ja nicht, wie sie es ausdrückt, aber jedenfalls ist sie ja dann die, der irgendwas angetan wird. Also rein strukturell, sie muss ja gar nichts machen. Ja. Natürlich habe ich nichts erreicht. Und das wird sich auch noch lange hinziehen, bis sich da irgendwas, wenn überhaupt irgendwas tut. Bin ich mir ganz sicher. Ja, also wie drücke ich es am besten aus? Das wird jetzt ein paar Leuten nicht gefallen. Well, ich denke mal, diesen Punkt haben wir schon überschritten. Okay. Also in vielen Mythologien ist das Chaos weiblich und die Ordnung männlich. Ja? Also Cassandro der Frauenhasser. Könnte man jetzt denken. Aber es sind Mythologien, ja, ägyptische Mythologie, griechische Mythologie und so weiter. Ist etwas, was von C.G. Jung kommt, ja, der bekannte Psychologe und Psychotherapeut. Der sagt, Chaos weiblich, Ordnung männlich, ja, symbolisch. Und Ordnung heißt ja immer Wille, ja, also Kreativität. Chaos heißt ja im Flow sein, etwas geschehen lassen, sozusagen das Weibliche, ja, etwas empfangen, es entwickelt sich in einem und es wird gebärt. Das ist der kreative Prozess. Und auf der anderen Seite gibt es dann Ordnung, der Wille, das Männliche. Ja. Und das ist es ja. Du wurdest sozusagen entmannt. Mhm. Das Weibliche, das Chaos, hatte die Macht und das Männliche, der Wille, sollte herabgedrückt werden. Und das sehen wir in Deutschland. Also ich darf nicht sagen wo, weil das war ein vertrauliches Gespräch. Aber ich habe heute jemanden getroffen, mit dem ich eigentlich nie über sowas gesprochen habe. Wir hatten halt so, wir sind sympathisch und oberflächlich kumpelhaft sind wir miteinander umgegangen. Irgendwie hat er mich gefragt, und wie geht's so? Und dann habe ich gesagt, ja, letzte Woche war ziemlich ereignisreich. Er so, oh, ja, bei mir auch. Ich sagte, also was ich da erlebt habe mit meinen Kindern, Ex-Frauen, und so, Frauen. Ja. Und dann gesagt, wieso geht's dir auch so? Und dann, oh, komm mal her, so zu dem Kollegen, und dann du hier und so. Und dann hat er mir erzählt, dass bei einem anderen Kollegen die Frau oder Ex-Frau da was vorgespielt hat und die Polizei ihr glaubt. Ja. Und dann habe ich erzählt, ja, am Dienstag hatte ich einen Platzverweis von der Polizei, weil meine Ex-Frau anscheinend Angst hatte vor mir, ja, wegen der Befindlichkeit, wegen dem Gefühl, das ja jeder haben darf, ja, subjektive Gefühle darf jeder haben, kommt aber eine Polizei und nimmt mir mein Recht, mich auf einem öffentlichen Platz aufzuhalten. Ne? Und hat
der mit dem Gespräch sagt, ja genau, so ist es bei uns auch, genau dasselbe. Und wir sehen, wie es völlig reicht, ja, als Frau, dieses Weibliche, dieses Chaos, ja, das da ins Negative schlägt. Es reicht, wenn ich dieses Gefühl habe und die Polizei, das zwei Männer waren, was auch bezeichnet ist, die denken, sie müssten dieses Weibliche schützen und jetzt da hingehen und dieses Männliche da raustun. Und wir verlieren immer mehr Wille und Ordnung und haben immer mehr Chaos, das positiv Kreativität ist. Aber auf der negativen Seite zerstört es natürlich die Ordnung, den Willen, unsere gesellschaftlichen Fundamente, ja, wie zum Beispiel, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist. Ja. Ich war vor dem Gesetz nicht gleich am Dienstag letzte Woche um 9 Uhr, weil jemand anderes, ein anderer Mensch, hatte ein Gefühl bezüglich mir. Ob dieses Gefühl real war oder nicht bei dieser Person, spielt ja keine Rolle. Aber dieses Gefühl hat gereicht, dass es eine Aktion gab und ich vor dem Gesetz nicht mehr gleich war. Und du hast also nicht Mülltonnen angezündet, Klingelputzen gemacht, rumgeschrien, du hast nicht gehupt, du hast nicht mit einem Baseballschläger da gewartet, du warst nicht vermummt, irgendwie so. Was hast du dann gemacht? Sie hatte Angst und was hast du denn gemacht? Du standst da und... Ich saß im Auto, habe den Sitz nach hinten geschoben, die Beine aufs Lenkrad gelegt, ist aber mein Auto, ja, Entschuldigung, habe ein Video angeschaut von Jordan Peterson, den Mann liebe ich ja, die schaue ich mir gerade immer an. Ich bin dann auch mal runter in die Stadt, habe da Abend gegessen, weil ich mir gedacht habe, gut, die werden sowieso erst später kommen. Ja. Und so habe ich da die 4 Stunden verbracht und es war klar für mich, wenn die kommen, bleibe ich im Auto sitzen. Ich gehe nicht raus, weil es könnte ja jemand Angst haben, ja, was sich erwiesen hat. Und ich warte, falls die Kinder mein Auto sehen, was sie sicher gesehen hätten, und anklopfen. Dann hätte ich die Scheibe runtergekurbelt, hätte gesagt, hallo, alles Gute zum Geburtstag. Das Komische ist ja, wenn ein Vater in einem Hollywood-Film 4 Stunden auf sein Kind wartet, um ihm ein Geschenk zu überreichen, bricht jeder in Tränen aus. Wenn aber ein geschiedener Vater 4 Stunden vom Haus der Ex-Frau, das übrigens uns beiden gehört, wartet auf einem öffentlichen Platz, kommt die Polizei, sagt, ihre Frau hat uns gesagt, sie hat Angst, warum stehen sie hier? Sie kriegen jetzt einen Platzverweis bis morgen 8 Uhr. Und das ist auch, apropos Hollywood, das ist das, warum der Mann, mit dem ich da geredet habe, der gesagt meint hat, die Frau, ja, vom Kollegen, der hat gesagt, du kommst dir vor wie in einem Film. Und ich komme mir auch vor wie in einem Film. Und deshalb haben wir die Operation Wechselmodell bei dir im Hintergrund als Filmplakat. Weil du kommst dir vor wie in einem Film. Ich wollte noch hinzufügen, du hast gesagt, in diesem Moment wurde ich entmannt. Und ich habe das auch so wahrgenommen, also zumindest später rückblickend. Nicht, dass es an den Moment gekoppelt war, sondern ganz allgemein. Und was ich noch ergänzen möchte, ist, dass die Kinder, selbst dass ich nicht den Weg gegangen bin, den du gerade gehst, wo wir nicht wissen, wo das endet und wo das lang führt. Ich bin ihn nicht gegangen, ich habe die Schwelle nicht überwunden, obwohl ich auch kurz davor war. Die Jungs werden gleich noch mit entmannt. Die wachsen auf mit einem Vater, der nicht Vater sein durfte. Er hat sich's eben nicht getraut und hat sein Bestes versucht nach seinen Möglichkeiten. Ich bin mit mir da am Rhein, obwohl ich manchmal bin ich kurz ein bisschen traurig, weil ich denke, es gibt so ein paar Knackpunkte, die hätten einfach anders sein müssen. Die werden gleich mit entmannt. Die wachsen auf in einer Situation, wo genau das der Punkt ist, wo der Vater nicht dieselbe Rolle spielt oder eben versucht wird, aus dem Leben der Kinder rauszuhalten. Wie soll ein Junge in dieser Situation aufwachsen und zu einem gesunden Mann heranwachsen, der eventuell ein Familienvater mal ist? Das, also es wird sicher gelingen, aber ich meine, die Voraussetzungen sind denkbar schlecht. So viel zum Kindeswohl. Richtig, und die gleichen Bedenken habe ich bei meinen Zwillingen, die sind jetzt 5.
Die lieben ihre Mutter über alles, die lieben ihre Oma über alles. Die lassen sich sehr leicht von denen beeinflussen. Und das ist ein echtes Problem. Und es ist so, ich finde, es ist ein Ausdruck, wie krank unsere Gesellschaft ist, dass der leibliche Vater, wie in meinem Fall, seine eigenen Kinder nur jedes zweite Wochenende am Dienstagmittag und die Hälfte der Ferien sehen darf. Manche würden schon sagen, oh, das war aber viel, ja, warum hast du das aufs Spiel gesetzt? Aber der neue Partner meiner Ex-Frau, der darf die viel öfter sehen. Und der selbst hat ein ganz ähnliches Problem wie ich, ja. Ach. Ich glaube, der ist zufrieden mit dieser Aufteilung, weil er Vollzeit arbeitet, ja. Aber wie pervers ist denn eine Gesellschaft, wo Kinder, wie früher, ja, es gab ja Ammen, wenn eine Mutter keine Milch hatte, ja, um Breastfeeding zu machen, um das Kind an die Brust anzulegen, wurde das Kind halt einer anderen Mutter gegeben, weil es gab noch kein Pulver, ja. Es gab noch keine Fläschchen. Und im Grunde sind wir als Väter, die sich trennen oder die geschieden wurden, bei einer Mutter, die einen als Vater nicht gleichwertig anerkennt, sind wir wie Ammen. Wir sind nicht wirklich die Väter, ja? Wir dürfen es nicht wirklich sein. Und unsere Söhne werden genauso entmannt. Und da, das ist ein Punkt, warum ich den Jordan Peterson, diesen klinischen Psychologen, der Professor an der Uni in Toronto ist, so liebe, der bringt sozusagen das Männliche, das Väterliche wieder in die Welt. Und du hast ja mich öfter gefragt, wo führt das Ganze hin? Und der Jordan Peterson sagt etwas echt Wahres und ich kriege gerade wieder Gänsehaut. Ich höre mich gern selber reden. Der sagt, du musst etwas finden, was dir wichtig ist. Und mir sind unsere Kinder wichtig. Und du weißt nicht, ja, wenn du dich für etwas einsetzt, wenn du dein Ding gefunden hast, du weißt nicht, wo es hingeht. Bei mir, es könnte darin enden, dass ich wie bei einem Freund, den ich kenne, ein Umgangs- und Kontaktverbot für 4 Jahre kriege, dann sehe ich unsere Kinder 4 Jahre nicht. Okay, ob das wirklich so ist, ob die dann nicht heimlich oder wie auch immer zu mir kommen oder ich sie zufällig sehe, steht ja auf einem anderen Blatt. Ja. Sowas könnte mir passieren. Aber worauf es ankommt, ist, es zu machen, weil dann hat dein Leben Bedeutung. Und was Jordan Peterson sagt, ist, vielleicht ist Bedeutung, ja, Sinn als ein mentales Konstrukt realer als ein Stein oder ein Haus oder ein Auto oder ein Baum. Weil erst wenn etwas für uns Bedeutung hat, dann ist es. Dann nehmen wir es wahr. Und so ist es bei mir. Egal, wo es hinführt, ich habe diese Entscheidung getroffen, zusammen mit den Kindern. Und der Wille, etwas zu tun, heißt nicht, dass du Erfolg hast. Aber es heißt, dass das, was du tust, einen Sinn hat. Ja, auf jeden Fall können die Kinder dann nicht zurückgucken und sagen, du hast nichts gemacht. Ja, das ist auch wieder nicht klar, weil es gibt viele, ich kenne einen Vater, der hat eine super Website aufgebaut, ja, zu dem Thema Eltern-Kind-Entfremdung und sonst was und hat sich engagiert. Mhm. Und es machen viele von uns ja in der Hoffnung, oder die dann sagen, okay, wenn die 18 sind, dann zeige ich denen die ganzen Gerichtsakten und alles, was da passiert ist. Die Wahrheit ist, es wird wahrscheinlich niemanden interessieren. Und das Leben kann ganz anders laufen, wie wir denken. Und ob unsere Kinder sagen, Papa, das war toll, was du gemacht hast, ja? Oder ob die Klassenlehrerin recht hat und sagt, Herr Grogans, das finde ich nicht gut. Vielleicht sagen unsere Kinder mal zu mir, Papa,
das finden wir nicht gut, was du da gemacht hast. Vielleicht verliere ich sie genau deshalb, weil sie in einem anderen Denken dann groß werden, auf eine andere Art denken. Das wissen wir nicht. Vielleicht führt dieses Engagement, das ich jetzt habe, ja, diese Willensstärke, dieses ständige Überwinden der Angst und dranbleiben, bei sich bleiben, mutig zu sich stehen, welchen Effekt wird es haben? Wir wissen es nicht, ja. Ja, vielleicht lassen wir es so stehen, wir wissen es nicht. Wir haben überlegt, vorhin, dass wir vielleicht öfter ein Gespräch zum Zwischenstand zu machen, was uns bewegt, was so aktuell ist, was uns auffällt. Ja, ja, das finde ich toll, wenn wir vielleicht einmal die Woche sowas machen könnten, auch mit anderen Leuten von Freifahren. Von mir aus können wir auch Leute einladen, die nicht bei Freifarm sind, ja, die kritische Kommentare schreiben zu dem, was wir machen, die können auch dabei sein und dir Fragen stellen. Fände ich sehr gut, ja. Also sowas wie Freifarms Woche, dass wir da auf einer Metaebene über das sinnieren, was alles war und passiert ist. Mhm. Markus, bist du müde oder bist du in einem meditativen Zustand? Nee, beides wahrscheinlich. Nee, aber ich denke, auf mich wirkt das auch halt alles. Ne? Also ich habe jetzt auch nichts mehr, wo ich nochmal einhaken möchte oder auch, was ich noch wissen will. Ja, auf mich wirkt es natürlich auch, weil ich bin ja näher an dir dran als vielleicht andere. Ich bekomme es ja auch noch unmittelbarer mit manches und ja. Und was spürst du in dir? Also macht es dich müde? Nee. Nein, tatsächlich. Da würde ich die Frage eher als meditativen Zustand bezeichnen, dass ich sozusagen die Dinge aufnehme und versuche irgendwie, na wie das, also so zu transzendieren, halt aufzunehmen eben. Hm. Weil, müde macht mich das nicht. Allerdings macht es mich auch nicht mehr wütend. Und auch nicht mehr angstvoll. Also das kommt manchmal, ne, weil ich dann an die Dinge erinnert werde, die mir begegnet sind zu anderen Zeiten. Ja, dann bekomme ich manchmal diese Angst wieder oder auch dieses Ohnmachtsgefühl. Hm. Wahrscheinlich, was vielleicht überwiegt, ist dann doch auch Traurigkeit. Also die Traurigkeit darüber, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo es noch möglich war, aus Sicht der Kinder, dass ich dort diesen Weg nicht gegangen bin. Ich glaube, da bin ich manchmal traurig und wahrscheinlich jetzt ist überwiegt das Gefühl auch. Weil du erinnerst mich halt an die Zeit, wo es möglich gewesen wäre, so zu handeln, auch ohne zu wissen, was passiert. Würdest du heute im Rückblick auch so handeln, wie ich es mache? Ja. Und wieso? Weil es der einzig richtige, das ist der einzige Weg. Wieso? Er entspringt der Natur, die wir sind. Alles andere ist Leugnen, alles andere ist Ignoranz, Gehorsam, Falschheit. Also ich lebe sozusagen, also aus dieser Perspektive, ne, das ist nicht das, was ich jetzt für einen Eindruck von meinem Leben habe, aber ich lebe Falschheit. Ich lebe Zwiespalt. Verleugnung. Ich verleugne. Und inzwischen kann ich nicht anders, weil die Kinder sich eben ab einem bestimmten Punkt begannen, von mir abzuwenden. Also sie begannen, sich von mir abzuwenden. Ja. Das heißt doppelt. Sozusagen. Ja, du hast dich verleugnet und dann haben die Kinder dich ein Stück weit verleugnet. Ja. Ja. Ja, das ist die Dynamik dann in der Familie, weil man spiegelt sich
Leben als Menschen immer. Wenn man selber nicht in der Balance ist, dann spiegelt man sich immer in anderen. Also dieses Yin-Yang, ja, wenn ich etwas bei mir nicht komplettiert habe, dann spiegelt es mir der andere, indem er etwas macht, ja, das defensiv oder aggressiv dann da reinpasst oder dagegen ist. Genau, das ist der Punkt. Ich denke, deswegen bist du jetzt zu diesem Zeitpunkt mehr in Balance, als ich zu dem Zeitpunkt eben gewesen bin. Also das nehme ich wahr. Weiß ich nicht, weil es gibt ja gerade diese Auseinandersetzung um die Kinder. Okay, dann nicht Balance. Ich meine, du bist auf dem Prozess der Bewusstwerdung, auf dem Weg des Lebens, also auf diesem Weg bist du und ich war dort viel weiter entfernt. Also das meine ich mit der Balance. Also, ja, sicher bist du jetzt nicht gerade in Balance und ich war es auch nicht, aber ich war noch weiter weg davon. Und das kann ich heute sehen. Das kann ich heute deutlich sehen und deswegen fällt meine Antwort auf jeden Fall ja aus. Ich würde es auch so machen, wenn ich jetzt mal Zugriff drauf hätte auf die Zeit. Ich muss sagen, was mir echt extrem geholfen hat und immer noch hilft, ist, ich habe so vor, wann war es, vielleicht 3 Jahren, habe ich einen Coach in mein Leben geholt, der in den USA lebt, der ursprünglich aus Indien kommt. Mit 20 ging der in die USA, so als Business- und Life-Coach. Aber der hat dann ziemlich schnell angefangen, mit mir Meditation zu machen, hat mir dann so Sätze als Mantras gegeben. Und das wurde dann immer spiritueller. Und dann hat er mich als einzigen von den Leuten, die er coacht weltweit, hat er mich dann zu so einem Retreat, also so ein Treffen von dieser spirituellen Gruppe, ja, zu der er gehört, eingeladen in New York. In der Nähe von New York war das damals. Und dann habe ich verstanden, was es ist. Ja, und das ist dieselbe Spiritualität, wie sie auch Gandhi gelebt hat. Also ich habe die Art zu meditieren gelernt, die Gandhi auch durchgeführt hat. Und dieses ganze Denken auch, ja, die Sichtweise auf die Welt, hat mir eben der Coach vermittelt. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, um halt in diesen Status zu kommen. Es hat lange gedauert, ja. Aber ich habe ihm jetzt am Freitags macht er immer das Coaching, ja, und früher habe ich was gezahlt, mittlerweile macht er es umsonst. Also er ist da wirklich so Guru, sagt man, ja. Also ist ja einfach jemand, der dich auf den Weg bringt, und ein Guru macht es ja immer umsonst, ja. Also wenn du zahlst, ist er nicht wirklich dein Guru. Und das hat mir sehr viel geholfen, ja, weil dadurch habe ich eine ganz andere Art über das Leben zu sehen gelernt, ja. Und diese, als ich am Freitag mit ihm geredet habe, was alles war, also er hat dann geweint, ja, und ich habe auch geweint. Und er hat gesagt, Sandro, mach weiter so. Das ist genau der Weg. Und er hat gesagt, worauf es ankommt, ist, im Englischen gibt es ja das Wort Mind, M-I-N-D, was es im Deutschen ja nicht gibt. Wir haben ja Gehirn, dann haben wir Seele, aber Mind, ja, also dieser Zustand an Gedanken, dafür gibt es kein Wort. Und er hat gesagt, just keep a quiet mind, also dass du nicht diesen Affen in deinem Gehirn hast, der ständig irgendwas denkt, ja, dauernd läuft da irgendwas ab, sondern versuch, keine Gedanken zu haben. Und was ich eben erlebt habe und was passiert beim Meditieren ist, wenn du nicht mehr nachdenkst, dann kommt von außen, von irgendwoher, ja, es ist unerklärlich, kommt dann Ideen, Informationen. Aber das ist ja kein Geheimnis, ja, das kennt jeder, der unter der Dusche steht, sich gut fühlt, der hat dann plötzlich eine gute Idee. Ja. Das kennt jeder Musiker, jeder Künstler, also jeder, der im Flow ist, wie es
wie heißt der, dieser ungarische Psychologe, Jack Michalski oder sowas, benannt hat. Mhm. Das kennt ja jeder. Ja? Wenn wir im Flow sind, denken wir nicht mehr nach und dann kommen plötzlich Intuitionen und Ideen. Und also dieses Coaching, diese Form der Meditation hat mir sehr geholfen und hilft mir auch jetzt, ja, weil es sind nach wie vor Ängste da. Ich habe nach wie vor schwere Momente, aber die verschwinden immer schneller. Und ich komme immer schneller wieder auf meinen Weg, bleib bei mir und bin mutig. Ja, da kann ich eben sehen, dass bei mir der Weg erst da eigentlich begann. Oder beziehungsweise war es eine sehr tiefe Stelle erstmal, wo ich dann erstmal wieder rauskam, über längere Zeit. Ja. Du hast ja eine neue Beziehung, weißt du? Und in der Beziehung kannst du ja das auch leben, was du mit deiner Ex-Frau nicht leben kannst. Also da hast du ja, da, weißt du, da bin ich noch nicht. Ja? Also von daher, ich will da gar nicht vergleichen, ja, ob ich da irgendwas besser mache oder schlechter als du, sondern wir haben ja alle unseren Weg. Ja, aber ich muss ganz klar sagen, also das ist tatsächlich wirklich sehr wertvoll. Also ich glaube, in dieser Beziehung jetzt konnte ich das erste Mal erfahren, was es heißt, was Liebe heißt. Hm. Und zwar in mir. Es war wie eine Eingebung, konnte ich sehen. Jetzt da ist es. Nicht, weil es alles so harmonisch ist oder weil sie irgendwie toll ist oder toll aussieht, irgendwas. Nein, ich habe plötzlich gemerkt, ach, das ist es. Alles, was ich vorher erlebt habe, das hatte damit nichts zu tun. Nicht im Entferntesten. Und trotzdem muss ich eben sagen, ist eine Zeit, in der man ganz für sich sein kann, sehr wertvoll. Und das war tatsächlich auch wirklich eine Schwierigkeit am Anfang, das gut zu finden. Also ich denke, dass das sehr wertvoll ist, weil ein anderer Mensch, egal wie gut der es meint, egal wie aufgeräumt der ist, wie auch immer, er bringt es ja doch immer wieder durcheinander irgendwie, das bei sich sein. Mhm. Das kann gut sein, aber es kann genauso, ja, es ist, wie es ist. Und die Liebe, die du da gespürt, gesehen hast, wie kannst du die beschreiben? Naja, du weißt ja, wie es mit der Sprache ist, ne? Und, aber trotzdem habe ich eine Essenz rausgefunden, wo ich sagen kann, das würde ich in Worte packen. Und zwar, ich habe mich das früher immer manchmal gefragt, was ist Liebe? Aber das ist so wie, was ist der Sinn des Lebens oder so, ne? Und so hast du ja vorhin schon mal beantwortet, könnte sein, ne? Eben eine Stimmung haben oder eine Sinnhaftigkeit zu leben. Und Liebe ist zum Beispiel die Abwesenheit von Bedingungen und von Abhängigkeiten. Also Liebe als Abwesenheit von Abhängigkeit und von Bedingungen. Und wenn du das erfahren kannst, und das ist nie perfekt oder nie harmonisch oder so, also oder irgendwie romantisch, also das hat mit Romantik auch nichts zu tun. Es ist sogar ehrlich gesagt, es ist oft eigentlich härter. Also da wünscht man sich da manchmal Romantik irgendwie her oder Harmonie. Es ist eigentlich härter, weil es ist nämlich ohne Bedingungen. Es ist plötzlich nackt. Plötzlich ist da nichts mehr, woraus man sich retten kann, da es ohne Bedingungen und ohne Abhängigkeiten ist. Das ist die Natur von Liebe. Ich denke, dass es viele nicht verstehen, ja. Also wenn du da 4 Stunden vorm Haus hältst und du ahnst, dass die Polizei kommen wird, ja. Aber du gehst nicht, du bleibst. Und dann ist da ein Polizist, der ins Auto reingreift und das Handy wegholen will, ja. Und du sagst, das dürfen sie nicht. Das ist auch nackt sein. Mhm. Im übertragenen Sinne. Das ist Liebe, weil du stehst da und klar, also dann wollten, dass ich gehe, habe ich gesagt, okay, ich folge da ihrer Anweisung. Aber du hast mich ja ganz am Anfang gefragt, ob ich irre bin, ja. Also wenn du was aus Liebe tust, erscheint es oft, als wärst du irre, weil es bringt Klarheit.
dann sind keine Fragen mehr. Das ist ad negativer, also vom Negativen her, als die Abwesenheit von etwas definiert. Ja. Wenn ich es jetzt positiv definieren will, dann ist es Klarheit. Ja, Liebe ist Klarheit. Deshalb hat auch mein Coach gesagt, keep a quiet mind. Ja. Wenn du diese Klarheit im Kopf hast, kannst du auch die Liebe empfangen, weil Liebe ist Klarheit. Und es ist Bewusstsein. Und als die Schulleiterin in Munderging an der Schule, ich hasse diese Frau nicht. Ich sehe warum, also ich habe so eine Ahnung, warum die so ist, wie sie ist. Ich habe eine Idee, was ihr vielleicht als Kind passiert ist. Ja? Ich sehe an dem, wie sie reagiert auf mich, was ihr getan wurde. Genauso mit der Klassenlehrerin von... Weil du hast ihr real nichts getan. Und trotzdem hat sie dich klein gemacht oder so. Genau. Also es ist ja so, dass die Reaktionsweise von Menschen mehr über sie aussagt, als über den, dessen Reaktionsweise. Also dass meine Ex-Frau Angst hatte vor mir, weil ich vor dem Haus stand, um der gemeinsamen Tochter das Geschenk zu überreichen und ihr zu gratulieren, sagt über mich nichts aus, ja. Das sagt was über sie aus. Warum hat sie da Angst vor so einem Vater, der seine Liebe dadurch ausdrückt, indem er 4 Stunden wartet? Für sie ist es irgendwie krank und nicht normal. Ja? Sagt über mich gar nichts aus. Und dieses Bewusstsein, ja, dieses Wissen um, ich habe es ja mal in unserer vorigen Video gesagt, um das Monster in uns, dass wir alle nur menschlich sind. Das ist für mich auch Liebe, ja. Dass ich, wenn ein Polizist sagt, das ist aber psychische Gewalt, ja. Dann sage ich, woher wollen Sie es wissen? Sie sind doch kein Kinderpsychologe. Doch, das ist psychische Gewalt, das sehe ich, ja. Dann schmunzel ich innerlich. Dann denke ich nicht, was für ein Volltrottel. Also, ist dann doch mal ganz normal. Ich schmunzel innerlich und denke, okay, das ist ein, in der Tiefe seines Herzens ist es ein netter Mensch, der kümmert sich, dem ist wichtig, dass Kindern nichts passiert. Der kleine Fehler, den er macht, ist, dass er halt denkt, dass Männer die Gefährlichen sind. Ja, das unterstelle ich ihm jetzt mal, muss ja nicht so sein. Aber ich schmunzel, ja, weil meine Güte, vor 5 Jahren, als ich das noch nicht erlebt habe jetzt und nicht diesen persönlichen Wachstumsprozess durchgemacht habe, gab es sicher Tausende, Zehntausende Momente, wo ich anderen Menschen über genauso war. Und heute auch noch. Ich bin mir ja nicht völlig bewusst über meine negativen Seiten. Und dann schmunzel ich. Ich bin diesen Menschen nicht böse. Die denken das wahrscheinlich nicht, ja, wenn die mich da so erleben. Aber ich fahre dann nicht nach Hause vom Kindergarten oder von der Schule und denke, das sind ja alles Idioten. Also sowas. Ich sehe, was die machen. Ich sehe, was daran grenzwertig ist oder überhaupt keinen Sinn. Aber sie sind Menschen. Wir leben mit denen zusammen. Es wäre so langweilig, wenn wir hier alleine wären. Nur einer auf der Erde und sonst niemand. Wir brauchen uns. Guter Punkt. Gutes Schlusswort? Okay. Ja, danke, Sandro. Ich danke dir, Markus. Tiefe Gespräch. Und dann sind wir gespannt, was bleibt. Und wir werden natürlich weiter öffentlich informieren. Genau. Respektive du. Gut. Danke, Markus, auch dass du dich geöffnet hast. Danke. Ja. Ciao. Tschüss.